Im Jahr wirft jeder Deutsche durchschnittlich etwa 80 Kilogramm Lebensmittel im Wert von rund 300 Euro in die Mülltonne. Das muss nicht sein. Wann können Lebensmittel auf den Teller? Auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist das Produkt oft noch sicher und lecker. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Wegwerfdatum. Werfen Sie ein Lebensmittel nicht voreilig und unbedacht weg. Prüfen Sie es. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an, bis zu welchem Datum ungeöffnete und richtig gelagerte Lebensmittel ihre Eigenschaften mindestens behalten. Meist sind sie aber darüber hinaus noch gut genießbar. Achten Sie auf Geschmack, Geruch, Farbe und Konsistenz. Auf leicht verderblichen Lebensmitteln wie Hackfleisch ist Verbrauchen bis zu lesen. Nach Ablauf dieses Verbrauchsdatums sollten Sie solche Produkte auf keinen Fall mehr verwenden. Sie gehören in die Mülltonne. Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung und wie Sie Lebensmittelabfälle vermeiden können, bietet Ihnen das Bundesverbraucherministerium unter www.bmelv.de. Hier gibt es auch praktische Servicekarten für Ihr Portemonnaie zum Download.